Ja, hallo liebe Freunde und herzlich willkommen hier zu diesem Special Video. 100 Abonnenten sind erreicht und erst einmal vielen, vielen lieben Dank dafür. Ich hätte nicht gedacht, dass ich in 2 Monaten so schnell nach oben gehe. Wenn wir uns die Videos ja hier ansehen, die ich produziere oder die ich mache, dann seht ihr ja eigentlich auch, dass es relativ einfach ist. Trotzdem gebe ich mir riesige Mühe für diese Videos und deswegen vielen Dank für eure ganz krasse Unterstützung. Ich habe mir für dieses Video was ganz Besonderes überlegt. Und zwar werden wir uns heute YouTube-Videos meiner alten Kanäle anschauen. Und ich werde euch auch nicht lange auf die Folter spannen. Wir werden uns jetzt direkt daran machen. Zuvor allerdings noch, wenn euch das hier gefällt und vor allen Dingen, wenn ihr keine weiteren Videos verpassen wollt, würde ich mich immer herzlich freuen, wenn ihr doch ein Abo da lasst. Es geht ganz einfach, gibt ja diesen coolen Abo-Knopf da kann man drauf drücken. Und wenn ihr die Glocken aktiviert, dann, nicht meine Glocken bitte, aber ihr wisst schon, dann verpasst ihr keine weiteren Videos. Und ich denke, wir starten jetzt heute mit diesem Special-Video. Der Kanal, um den es heute geht, ist Mondstern 123. Erst einmal gucken wir uns die Beschreibung an. Ich finde sie immer noch super witzig. Ich muss mal kurz mit der Facecam etwas spielen. Aber gehen wir mal hier nach hier unten. Perfekt. Also, erst einmal. Hallo zusammen. Das ist mein YouTube-Kanal, wo ich Gaming und ab und zu mal Vlogs mache. Facts. Ich heiße Luca. Ich bin 12 Jahre alt und ich mache gerne YouTube. Abonnieren, liken, kommentieren und was euch alles einfällt. Ciao. Erstmal, der hat 1500 Aufrufe. Das ist ganz schön viel, ne? Ja, dieses Knall, ich habe das nie geändert. Ich habe es echt probiert, aber irgendwie habe ich das nicht hingekriegt. Mittlerweile habe ich auch die Accountdaten hierfür nicht mehr, weswegen das ein toter Account ist. Doch auch da sind noch einige Videos und ich würde sagen, wir gucken uns heute deswegen mal einige Videos an und schauen mal, was uns erwartet. Einige interessante haben wir jetzt hier schon. Und ich würde sagen, starten wir mit dem ersten Video. Magnetvideo ansehen. Ich mache selbst Magnete. Teil 1 dieses Video ist uralt. Das ist jetzt, wie alt, wie lang ist es her? Da war ich, 12, wo ich das gemacht habe. Da bin ich, das ist 6 Jahre her. Ich bin gespannt und gucken wir uns einfach mal an. Das ist so bescheuert bestimmt, aber egal. Fangen wir an, let's go. Ja, hallo liebe Freunde und herzlich willkommen hier zu einem neuen Video mit mir, dem Mondstern 123. Auf diesen Namen, also die Geschichte dieses Namens ist natürlich auch krass. Ich habe diesen Namen durch Zufall auf Google gefunden und fand den ganz witzig. Außerdem muss man sagen, ich bin ein riesiger Warrior Kids Fan gewesen damals. Bin ich auch heute noch, aber nicht mehr so aktiv. Und da habe ich diesen Namen entdeckt und ich dachte, der passt zu mir. Leute, die Begrüßung, die passt ja zu meiner normalen, die ich jetzt so immer habe. Ja, hallo liebe Freunde. Das ist ja so meine Standardbegrüßung. Die habe ich mir damals ein Stück weit von Dougie LP abgeguckt, beziehungsweise habe mich inspirieren lassen da. Mittlerweile ist meine Begrüßung ja doch etwas eigen und das sollte auch so sein. Und ja, den Rest werden wir jetzt noch sehen. Ich habe mir für euch heute etwas überlegt. Denn, da es ja schon öfters so ist, dass wir alle Lifehacks lieben. Und ich liebe sie auch. Also habe ich heute euch einen Lifehack, wie aus ein paar Magneten, schöne Concord-Magneten machen könnt. Also im Grunde eigentlich etwas, was keine Sau braucht, aber ich habe... Also man muss sagen, ne, im Grunde macht man sich viel Arbeit für etwas, was nicht hält. Aber muss sagen, die Magnete habe ich heute noch. Die kann ich ja mal bei Gelegenheit mal in einem anderen Video vielleicht mal zeigen und herbringen. Ungefähr so ein hier. Alles, was ihr dazu braucht, sind diese Schaumstoffe. Magnete, Quatsch, Kronkorken, Flüssigkleber. Das war Sekundenkleber. Was für Flüssigkleber? Hieß es. Ey, wie wir angeguckt wird. 53 Sekunden und ich
Ich könnte jetzt schon mal Scham in den Boden sinken, wenn ich das noch jetzt so sehe. Magnete. Ma was? Magnet? Ich hab ne. Ich hab ne Zange hochgehalten und sag dazu Magnete. Also, man muss sagen, meine Planung war damals echt nicht die beste. Ich finde das halt echt witzig, so gerade, wenn ich mir das im Nachhinein nochmal ansehe, dann denkt man sich so: What the hell, was ist hier los? Quatsch, ein Seitenschneider. Magnete. Ich korrigiere Seitenschneider, ne? Ich und Zange. Boah. Alter, Leute, mein Meister wird mich jetzt auslachen. Und eine Zeitung. Achtung! Flüssigkleber klebt sehr schnell. Passt auf, dass ihr nicht dass ihr das Sekundenkleber. nicht an die Finger bekommt. Deswegen, fangen wir an. Ich habe mir sechs Sachen ausgesucht. Darunter Paderborner Landbier, Holunder, Fassbrause, Wiedermals, Draugott, Simon und noch eine andere Marke. Und mit diesen mache ich jetzt ein paar Magnete. Viel Spaß! Als erstes öffnen wir die Magnete. Wie überzeugt ich damals davon war. Das ist unglaublich. Ihr denkt, die sind sehr groß, wie ihr seht, aber das macht nichts. Da sie eigentlich einfach, da sie genau die Größe haben, die wir brauchen. Also man muss auch zu den Videos sagen, man sieht ja eigentlich, dass ich Also viel mache ich die jetzt stotternde. erstmal auf. Und ich habe mir damals nie immer gedacht, Wenn was ihr ich noch mehr sagen solche möchte. Lifehacks sehen wollt, hinterlasst mir ein gutes Kommentar und gebt ein Like. Ein gutes Kommentar. Deutsch, ey. Deutsche Sprache, Leute. So, das hätten wir. Als nächstes. Kleiner Fakt am Rande: Ich habe das damals einfach auf den Boden geschmissen. Also im Grunde, ich habe mir dieses Stück Papier geschnappt, so gesehen, was so übrig war, habe es einfach zur Seite geschmissen. Ich habe das 2 Tage später erst weggeräumt. So lange lag das Zeug in der Küche. Müssen wir hier die Magnete entfernen? Dafür jetzt nutzen wir den Seitenschneider mal. Wenn wir als erstes den Rand entfernen. Fragt einen Erwachsenen mit, wenn ihr vielleicht den Seitenschneider nicht benutzen könnt oder nicht wisst, wie man das macht. Da ist meine Frage gerade. Bitte, was ist denn daran schwer zu verstehen, wie man so einen Seitenschneider benutzt? Also es gibt ja nicht viele Möglichkeiten, wie man den verwendet, aber ich habe damals mehr Sicherheitsanweisungen oder Hinweise gegeben, als ich das heutzutage bei Experimenten mache. Das muss man ja schon sagen, dass das eigentlich jetzt cool ist. Trotzdem, wenn ich jetzt darüber nachdenke, ist es halt schon eine Sache, wo ich persönlich auch immer wieder sehe, dass ich mich entwickelt habe an einer Stelle. Zum einen mache ich ja keine experimentellen Videos mehr und zum anderen, wie man ja auch hier sieht, an, da mal hier der Zeitung, den Magneten hier, dem Kleber und ja, dem Seitenschneider, war ja mein Genre ein ganz anderes. Ich habe zwischendurch auch mich an Lifehacks probiert. Im Endeffekt ist das nicht so gut angekommen, deswegen habe ich damit auch schnell wieder aufgehört. Naja. Aber wie, weil wir, oder fragt RTL, wie ihr wisst, RTL hat immer recht. Ach du Scheiße, ey. Das wäre meme-reif. Das wäre sowas von meme-reif. Holt nun die Magnete raus. Für diesen Moment könnt ihr auch was anderes benutzen, zum Beispiel. Ein scharfes Messer. Alles Achtet klar. euch darauf, dass ihr euch aber nicht schneidet. Fun Fact: Ich habe die Spitze des Messers an dem Tag abgebrochen damit.
Da haben wir die Magneten. Im Nachhinein, wenn ich darüber nachdenke, also so wie ich das gemacht habe damals, es war einfach so scheiße gefährlich, ne? Ich hätte mich halt richtig schneiden können mit allem drum und dran. Also an der Stelle einfach gesagt, was ich da gemacht habe, macht das auf keinen Fall genau so nach. Das war mega gefährlich. Man hätte, wenn du mit einem Magneten, im Grunde, wenn du, ich schnapp mir jetzt mal hier so eine Kerze, ich habe hier eine Kerze gerade, wenn du dir sowas schnappst so und dann anfängst, jetzt nutzen wir mal, Moment, ah, haben wir hier noch, im Grunde so ein Messer. Wenn du dann anfängst, da so dran zu gehen, vor allem wenn du das so hältst, die Gefahr, dass du abrutscht und in deine Hand reinschneidest, ist einfach extrem hoch. Und vor allem, das wäre den Aufwand nicht wert. Das nur mal am Rande gesagt. Diese müsst ihr jetzt rausholen. Also es ist halt ein bisschen schwer, weil... Ach, naja. So. Das muss man auch sagen. Ich habe damals zwischendurch einfach Sätze abgehört. Ich habe einfach dieses wie hier. Das ist schwer, weil... Habe ich einfach mit dem Satz aufgehört. Die Magneten haben wir jetzt rausgeholt. Ich mache eben die anderen Magneten auf, dann sehen wir uns sofort wieder. Das ist ganze, der ganze Abfall ist dabei rausgekommen, aber jetzt haben wir zumindest alle Magneten. Ich räume den eben weg und dann machen wir sofort weiter. Nachhinein, wie ihr seht, habe ich auch ein Taschenmesser mal verwendet, weil irgendwie, wie gesagt, mir ist das Ding abgebrochen. Übrigens, ich habe die Magnete aus dem Teddy. Schleichwerbung, nur das ist am billigsten. Das war doch voll die Schleichwerbung, gerade. Dann haben wir die ganzen Magnete zusammen, wie man hier sieht. Als nächstes brauchen wir die Magnete hören. Fangen wir an. Wir nehmen als allererstes diese hier von der unbekannten Marke. Dann brauchen wir diese hier. Ein von denen rasch abgezupft und reingeklebt. Dann noch eine schnell abgezupft und den kleben wir ebenfalls hier rein über den anderen. Das machen wir mit dem anderen Magneten auch. Also, ich fand die Idee damals cool, muss ich einfach sagen, aber jetzt, wenn ich so drüber nachdenke, war das halt so ein krasser Zeitaufwand. So, als nächstes brauchen wir den Flüssigkleber. Wie gesagt, vorsichtig mit dem Flüssigkleber, lass uns das von einem Erwachsenen besser helfen. Das habe ich als 12-Jähriger gesagt, lasst euch von einem Erwachsenen helfen. So. Aber ich mache das. Damit tun wir jetzt vorsichtig etwas Flüssigkleber hier hin. Viel zu viel genommen. Also meine heutige Meinung als Handwerker, viel zu viel von dem Kleber genommen. Und kleben nun einen der hier gesagten... Ein Moment bitte, da ist noch was dran. Einen der hier gesagten Magneten drauf. By the way, möchte ich an der Stelle anmerken zu diesem Sekundenkleber. Ich habe gesagt, jo, hey, lass euch von einem Erwachsenen helfen, weil man kann sich schnell die Finger damit festkleben. Ich habe mir auch da im Nachhinein, ich habe mir damals von der Hand, habe ich mir Daumen und diesen Finger nämlich zusammengeklebt, aus Versehen. So, tun wir einen Magneten drauf. Der Flüssigkleber trocknet uns jeden schnell. Moment. Oh mein Gott, mein Test am Tisch. Damit haben wir den Magneten fertig. Das machen wir jetzt noch einmal. Genau so. Dann geht das wieder. Das Video ist auch gleich schon vorbei, Leute. Dann werden wir uns nochmal einen... Oh nein, da ist Kleber runtergetropft. Damit sehr vorsichtig sein. Wir tun nun noch einen weiteren Magneten drauf. Damit haben wir die ersten zwei fertig. Die lassen wir aber jetzt erstmal trocknen und machen weiter mit den Vitamalz-Magneten. Da tun wir ebenfalls jetzt hier je zwei drauf. Aber ich habe das Gefühl, dass ich was falsch gemacht habe bei dem Magneten. Was kam jetzt? Also ich bin ehrlich gesagt gerade überfragt. Ja, ich brauche nämlich noch eine weitere Zutat. Zutat?
Da bin ich im Backkurs? Wieso Zutat? Ich frag mich halt jetzt, was ich da so gesagt habe. Hey, solche! Einen von denen tun wir jetzt noch drauf. Das ist, passt besser. Okay, es hat einfach aufgehört, Leute. Keine Schleichwerbung an der Stelle. Wir sehen uns sofort wieder und gucken uns dann den zweiten Teil an. Und nun gucken wir uns den zweiten Teil an. An der Stelle erst einmal hoffe ich, dass meine Kommentation dazu einigermaßen passt. Ich sage halt das, was mir gerade bei diesen Videos durch den Kopf geht. Und es ist halt relativ selbstkritisch, weil ich mit diesen Videos nicht so zufrieden war. Auch mit der Art, wie ich sie gedreht habe. Damals vom Stand her eines 12-Jährigen war es eigentlich ganz cool. Aber jetzt, wenn ich heute darüber nachdenke, vor allem mit den Möglichkeiten, die ich damals schon hatte. Ich habe damals nämlich genau dieselben Möglichkeiten gehabt, wie ich sie jetzt momentan habe. Und man sieht ja, dass meine Videos sind jetzt viel qualitativer als die Videos damals. Dafür war damals innovativ und auch viel mehr Idee dabei. Und ich habe mir halt richtig ganz, ganz lange Gedanken gemacht, was ich wie machen möchte. Und habe das durchgeplant und habe auch da viel Geld halt reingesteckt. Also für damalige Verhältnisse. 3 Euro, also Inflation war da noch nicht so. Egal, gucken wir uns jetzt den nächsten an. Das sind noch 6 Minuten, das geht. Entschuldigung, ich muss einen kleinen Cut machen. Sorry bitte dafür. Wir machen weiter. Wir haben jetzt hier diese beiden Sachen draufgeklebt und tun nun Flüssigkleber auf einen, wieder auf den Magneten. Eine flüssige Sekundenkleber. Beziehungsweise da drauf. Wie gesagt, nochmal zur Anmerkung. Bitte vorsichtig mit dem Flüssigkleber, da dieser... Scheiße! Ich hab ja gesagt, dass ich mich nachher damit festgeklebt habe. Ja, das ist ja dieser Moment, ey. Ich feiere das so hart. Ich meine, guckt euch das an. Man hört sogar den Wasserhahn im Hintergrund, weil der so laut war damals. Ich habe das Video einfach weiterlaufen lassen, anstatt da Cut zu machen oder so. Also, damals war ich auf jeden Fall nicht so... Wie sage ich das am besten? Das ist eine gute Frage. Ich glaube, also ich war damals halt natürlich noch nicht so erfahren oder einfach auch nicht so reif, dass ich alles so im Überblick hatte, wie ich das jetzt habe. Ja, ich bin jetzt auch noch nicht reif so an der Stelle. Oder, was heißt, nicht so reif wie manch anderer. Schon reif. Zumindest so reif, dass ich mittlerweile erkenne... Es ist so mit passiert. Ich erkenne also, mittlerweile, wie ich hier am besten schon noch mit der Zacke, Zange nehmen. Mit der Zacke? Nein, wie gesagt, ich erkenne halt jetzt mittlerweile, welche Qualitäten das Video hatte und wo ich auch was hätte besser machen können. Das war mir damals halt noch nicht so klar. So, da haben wir noch einen Magneten fertig und am nächsten Mal nehmen wir noch einen. Ich denke, ihr habt da genug, ich überspringe jetzt einfach mal ein Stück. Aber also, das habe ich... Nee, noch nicht. Die Paderborner Landbier. Magneten haben wir hier. Hier sind die Holunder-Magnete. Holunder-Ratten? Ja. Die Felddienst-Malz. Vita-Malz. Holunder, Trostort und Paderborner Landbier. Das sind sie. Deswegen, das war's jetzt mit diesem kleinen Lifehack. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Macht's gut, lasst einen Daumen nach oben da. Und tschüss. Jawohl, Leute. Ich würde aber sagen, wir gucken uns noch ein weiteres Video an. Also man muss sagen, wie gesagt, 76 Videos, 26 Abonnenten. Ich war damals halt wirklich... Also es war anders für mich. Ne? Ich habe halt darüber nachgedacht, was ich machen wollte. Ich wollte eigentlich Gaming machen und so Lifehacks. Die Lifehacks sind auch, also das Zeug ist auch gut angekommen. Gehen wir mal einfach in die Playlisten und gucken mal, was es hier gibt. Hier, Skyforce is Reloaded. Wir hatten ein Minecraft Let's Play. Dieses Top 5 Mondstern, das ist,
Top 5 abgefuckt Videos. Ich denke, wir gucken uns das nochmal an, Leute. Wir sehen uns sofort wieder. Ja, hier sind wir. Top 5 abgefuckte Videos plus neues Intro, Mondstern. Das ist tatsächlich, muss zugeben, die Überschrift gefällt mir. Die werde ich vielleicht sogar in anderen Videos auch nochmal einbauen. Ich habe ja mittlerweile da andere oder modernere Schriften und Schriftzüge benutzt. Und auch halt die Überschriften sind in meinen Augen etwas moderner geworden. Aber das war eines meiner besten Videos, das ich damals gemacht habe. Man sieht ja auch schon, dass da ein Intro reinkommt. Dieses wurde mir von einem Kumpel designt, Leute. Und zuvor einfach gesagt, wenn euch das gefällt und wenn ihr sowas in Zukunft auch nochmal sehen wollt, würde ich mich freuen, wenn ihr hier mal ein Like da lasst. Und ihr könnt ja auch gerne auf dem Mondstern-Kanal vorbeischauen, den werde ich unter dieses Video packen. Auch alle Videos, die ich gezeigt habe, werde ich unter dieses Video packen. Und in diesem Sinne, komm, wir fangen jetzt einfach mal an und gucken uns dieses 2-minütige Video an. Das Intro war so geil. YouTube hat ein Problem. Ein abgefucktes Problem. Abgefuckte Videos. Unter diesem Video stelle ich euch heute 6 abgefuckte Videos vor. Lasst uns beginnen! In dem ersten Video geht es um eine abgefuckte obdachlose Frau. Na, na, du willst doch nicht gehen! Du willst? Sag's mir. In dem nächsten Video geht es um eine obdachlose Oma. Dort oben, die Lando. Ist da ein Vogel jetzt? Ja, mach guck! Also, erstmal muss ich sagen, ich habe da alle, ausschließlich alle, als obdachlos bezeichnet. Das stimmt halt überhaupt nicht. Ein Großteil von war nicht, ob das waren eigentlich eher Memes so. Ich weiß nicht, warum ich den Begriff obdachlos die ganze Zeit verwendet habe. Des Weiteren ich zeige 6 Clips. Dabei sollten es eigentlich ja nur 5 sein. Also, da habe ich schon ein paar Fehler auch wieder gemacht. Guck mir jetzt doch, vorbei, hallo! Du Drogendealer, du Psuf, geh mal! Im nächsten Video geht es um eine Frau, eine Obdachlose auch, die Leute mit Kaugummis bespuckt. Volltreffer, Volljahre! Krieg ich das? Ich habe dein Foto, ich werde dich finden. Das waren schon die ersten 3 abgefuckten Clips. Die waren wirklich grausam. Ich fand den 3. genau genommen am schlechtesten. Und ja, im nächsten Clip geht es um einen Fahrkontrolleur. Dies Jahr keinen. Jetzt mal wieder das alles weiß. Aber schnell! Im nächsten Clip und im vorletzten oder letzten geht es um eine Frau, eine Obdachlose, die besoffen ist. Kein Flüchten mehr in meinem Leben. Halt deine Waffen, geh nach Hause. Sehen, weil eure Heimat geht. Das waren die 6 Clips. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Die waren alle grauenhaft. 5 Clips. Aber man muss sagen, wir hatten da auch dieses Overlay drin. Das heißt, mein Kanal wurde nochmal gezeigt und ein anderes Video, wo man draufklicken konnte. Das war tatsächlich, ist momentan für mich nicht möglich, da ich dafür nicht die PC-Software habe, die damals ein Kumpel von mir hatte, der die Videos teils für mich geschnitten hat. Wie gesagt, ein paar Ausrutscher, Fehler an der Stelle, wie dass ich 6 Clips zeigen wollte, wo ich nur 5 gezeigt habe. Also von der Überschrift her passt das mit 5 Clips, aber ich habe halt die ganze Zeit gesagt, das wären 6. Ich weiß gar nicht, welchen Clip ich dazu gezählt habe. Keine Ahnung. Aber im Allgemeinen war es eigentlich ganz witzig. Es war auch, die Zeit war witzig, mit dem Kumpel damals das zu machen. Hat schon echt Spaß gemacht, muss man einfach sagen. Auch das im Hintergrund hat er übrigens auch reingeschnitten. Das war seine Idee gewesen. Props gehen raus an ihn nochmal. Schreibt mir in die Kommentare, welchen ihr am grauenhaftesten fand. Das war's von mir, dem Mondstern 123. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss! Ach geil, sowas hatte ich ja auch noch. Das war das. Okay, das ist geil. Ne, das fand ich mega geil. Dieses Abonnieren nicht vergessen. Das war cool. So Leute, dann gehe ich nochmal schnell zum Abschluss. Ja Leute, also Mondstern 123 war der erste Kanal, wo ich regelmäßig was hochgeladen habe, was man auch hier sehen kann. So vor 5 Jahren habe ich da angefangen und ich hatte auch relativ gute Aufrufzahlen. Das sind so zwischen ja, 7 und 13. Hier mein Besuch in Westfalen. Ach, hier meine Reaktion auf Katjas Song, dicke Lippen. Den werde ich mir für ein anderes Video aufsparen. Der kommt nicht jetzt dran, keine Sorge.
weil ich erinnere mich an diesen Song und ich erinnere mich an dieses Video sehr, sehr gut. Ja, und hauptsächlich kam mir doch Minecraft dann. Doch, trotz alledessen hoffe ich, dass es euch gefallen hat, dass ihr einfach mal mit mir ein Stück in der Zeit zurückgereist seid. Und zwar zu dem Moment, wo ich richtig mit YouTube angefangen habe. Und ich hoffe, dass ihr auch weiterhin mich unterstützt und dass wir weiter schön wachsen und größer werden. Das nächste Special werde ich machen, wenn wir 500 Abonnenten erreichen. Und auch da werde ich mir dann sowas in der Art wieder aussuchen oder ausdenken. Vielleicht was anderes, das weiß ich noch nicht. Wie auch immer, in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zusehen, vielen Dank fürs Einschalten. Ich hoffe, dass es mit der Facecam funktioniert hier. Und ja, macht's gut, haut rein und tschüss, euer Interfox.